So, ihr Lieben, willkommen zurück zu diesem Farming Simulator 19. Der Eierfarmer. Jo. Und die haben schon wieder prächtig Eier gelegt. Sehe ich gerade. Prächtig Eier. Oh, packen wir gleich mal alle in den Hänger rein. So. Wie passen die eigentlich rein? Eier passt hier noch rein. Da passt genug rein. Das Licht nicht so gut. So. So, wenn wir so weitermachen, brauchen wir eine größeren Hänger. Normalerweise könnte man mal den anderen Trecker, Moment, den hängen wir mal an den anderen Hochgutchen. Das werden wir von, also sonst müssen wir die ja von da hinten tragen und Gutchen. Da hinten tragen, bis hierher. Was, schöne Bitter. Da willst du mich verarschen. Warum haut ihr so viel Eier jetzt auf einmal raus? Sauber machen müssen wir auch noch. Gut. Ja, sauber machen müssen wir auch. Aber wir hängen uns mal schnell den Hänger hier an. Boah, die Ballenpresse habe ich überhaupt nicht geputzt. Die müssen wir auch noch mal putzen. Die sieht ja aus. Hilfe. Gut schön. So. Nein, ich wollte ja nicht ankuppeln. Abkuppeln. Das wird langsam. So, ich würde. Hä? Wir müssen jetzt mal Gras hin. Hoffentlich ist das Gras noch da. Ja, das ist noch da. Ich musste schlafen, weil es war Nacht. Wo ich fertig mit Mehl war. Da war es Nacht. Da liegt doch schon wieder ein Karton. Bilder. Nein, ach Mensch, ich wollte doch laufen. So, den können wir auch gleich noch drauf packen. Dann müssen wir ja bald mal wieder verkaufen. Hilfe. Da müssen wir echt verkaufen gehen. Ach, ich weiß, warum die jetzt so viel Eier legen. Leute, wir haben noch die Zeit stehen. Ach, echt Zeit, bitte. Danke. Das ist Gottchen. Geh wunder, warum jetzt auf einmal so viel Eier kommen. Magst du dich mal? Hallo? Krieg ich dich noch? Gottchen. Jetzt fällt's runter. Passiert nichts, die sind alle gepolstert. Keine Angst. Ja, auch wenn sie runterfallen. Die sind alle hier Polster. So. Na? Glaube, vor den Schwaden. Oh Gottchen, ich habe es fallen lassen. Vor den Schwaden müssen wir erst mal Eier verkaufen gehen. Oder wir gucken uns mal die Waren von oben. Och, Gottchen. Das soll nicht immer fallen. So, wir gucken uns mal den Wagen an. Ach nö, da passt doch was drauf. Da passt doch was drauf. Hier, die Ecke kann noch voll werden. Gut. Was ich jetzt mal gucken wollte, was haben wir an Hühnern? Da haben wir 66, 366. Oh, was ist hier? Sauberkeit, Wasser ist okay. Weizen und Kerste wird lang. Naja, was ist langsam knapp. Ist aber okay. Sauberkeit, ja, könnte man, ja, machen wir schnell. Das machen wir schnell. Will da nicht hin, will da raus. Und schon wieder ein Eierkarton. Und da hinten schon wieder ein Eierkarton. Gutchen. Machen wir erst mal sauber. Ach, eigentlich wollte ich doch.
Ja, wenn wir so 380 haben, dann würde ich sagen, verkaufen wir erstmal Hühner. So, jetzt muss ich gucken, welche das denn das waren. Das hier. Nee, das war das. Nee, das war das. War das? Aha, so, das hier, ne? Nee, das. Hier habe ich ihn aufklappen. Ja, jetzt sind wir unten. Ich glaube, jetzt sind wir zu weit unten. Nee, wir sind eigentlich noch gar nicht. Warte mal. Hoch wieder. Nee, das war das nicht. Ach, ich merke mir mal die Tasten euch mal noch. Ja, das war ein bisschen hoch. So. Und ein bisschen runter. So, da geht es nämlich weg. So, da können wir die nämlich sauber machen. So, dann drehen wir mal schnell eine Runde. Und kippen das bitte ins Silo. Ach, hier ist der komische Huckel. Ah, okay. So, haben wir das nämlich weg. So, ja, die das muss ich mal noch merken. Ja, ich mach jetzt mal so rein. Ja, das war das hier. Ach, die Tasten sind das, ne? Also JKNM. Okay, gut. Das war das. Ja, so. Ich glaube, muss ein bisschen senken, bitte. Ja, genau. Gut. Können wir den erstmal hier hinstellen? So. Den können wir eigentlich gleich wieder andocken. Den nehme ich mal weiter zurückschieben. Haben wir ja eigentlich gemäht? Nee, haben wir nicht gemäht. So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserer Schwartmaschine. Und ich sehe, alles ist sauber. Das Ding ist dreckig. Oh Gottchen. Aber alles Räder machen. So, da legen wir mal den. Mal sehen, ob wir das jetzt auf Schwarz noch kriegen. Das müsste aber noch alles da sein, ne? So, und zwar glaube ich aufklappen. Genau. Senken und anschalten. Boah. Aber so richtig sind wir zu schnell, weil der das nicht so wirklich. Ich glaube, ich habe einen Faltenschwarter geholt. Ja? Ja, ich glaube schon. Das ist nämlich. Ach, das ist der falsche. Der legt das nicht auf Schwarz, sondern der wirbelt das auf. Na gut. Dann haben wir uns den Arbeitsschritt schon gespart. Mach mal aus. Ist der falsche. Naja, gut. Man kann sich auch mal irren. Da können wir nämlich gleich die Ballenpresse anschließen und dann fahren wir einfach hoch und runter. Da haben wir uns einen Arbeitsschritt gespart. Naja, normalerweise wollte ich alles schön auf Schwarz legen. Aber ja, habe ich mir das falsche Ding geholt. Ah ja, macht ja nichts. Wieso steht das verkehrt rum? Alle stehen sie so rum. Warum steht das Ding verkehrt rum?
alle stehen sind die Richtung, das Ding genau steht in die verkehrte Richtung. Mal gucken, was wir rauskriegen. Also X, V und B. Dann machen wir es halt so. Ach, wie war das Z, ne? Ja. Das ist jetzt ein bisschen zeitaufwendig, ne? Wo kann man halt auch keinen Helfer einstellen, ist klar, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Ballen jetzt auf unsere den Ballenleser Sammler, sage ich mal so, drauf passen. Ich glaube 24 Stück, ne? 24. Ich will mal sehen, was man mit eben so noch für hinbekommt. Was haben wir jetzt? 3 Stück, okay. Ah ja, mal gucken. Ich glaube 24 können wir mit denen, was ich da gekauft habe, 24 Stück. Schade, dass man das Gras jetzt nicht mehr so richtig sieht, ne? Also, das fertige Gras meine ich, das abgeerntete. Aber wenn wir 24 Stück zusammenkriegen, ist okay. Du machst das nicht fertig. Hallo? Fertig? Oh ja.
Wenn nicht, dann müssen wir es dann in der nächsten Folge verkaufen. Schade, dass man das nicht mal so richtig sieht. Aber wie gesagt, ich musste schlafen, weil ja, es war Nacht. Wo ich fertig war, war es Nacht. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Warum nicht? Ah, ein bisschen sieht man immer noch, oder? Ah, wenn wir so gucken, das sehen wir's. Ah, cool. Wenn wir so gucken, das sehen wir's. Cool. War ja auch hier was dazwischen noch. Da. Ja, hier auch noch Gras. Also war noch Gras. Ja, wir können ja erst mal machen, bis wir die 24 Ballen haben. Weil ich will mal sehen, was so eine Fuhre ausmacht. Ob sich das den Arbeitsaufwand lohnt. Ach Gottchen, ich wollte mal zählen, was haben wir? Da hinten haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waren da hinten nicht noch mehr? 7. Okay. Das wäre jetzt der 8. Ne? Hinten haben wir noch 2, ich glaube, dass wir haben 9 Stück. 9 Stück haben wir. Da sieht man das Gras nicht mehr so richtig. Ach ja, da liegt doch. Warum muss das jetzt regnen? Warum muss das gewittern? Wo ist denn jetzt hier noch Gras? Da ist noch welches. Das ist natürlich blöd, dass man das jetzt nicht sieht, ne?
Ist das gerade? Ach, oh, Moment, wir müssen mal was gucken. Moment, es kann nur sein, dass das andere gerade schon fertig ist. Hier, erntereif. Ah, cool. Erntereif, weil da können wir das Feld nämlich machen. Und da sehen wir es besser, da können wir besser an. Genau. Welcher macht das jetzt für uns? Ja, nicht. Ja, hier. Können wir das doch gleich mal probieren. Weil da sehen wir, dass das Gras besser. Müssen wir bloß einen richtigen Punkt finden. Ich glaube, das sieht ein bisschen unterschiedlich aus, oder? Kann es sein? Ja. Ha. Moment, da hinten haben wir doch. Ist der jetzt bestimmt im Weg? Müssen wir kurz aussteigen? Den hier mal wegtragen. Gut. Geh mal. Ja, geh mal dahin. So. Gehört hier. Wie weit geht das? Aha. Also ab hier so. Ab hier so. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ich muss treffen. So. So, jetzt müssen wir uns rantasten. Ah, er macht's. Einmal frei. Cool, er macht's. Nice. Dann können wir nämlich den gleich hinterher fahren. Wir brauchen uns nicht abzumühen, dass wir nichts sehen. Trotzdem sollten wir das hier noch mitnehmen, ne? Das ist cool. Hoffentlich kommt der mit den Strohballen ja klar. Weil ich weiß nicht, wie weit die Grenze hier war. Das ist ja eben das. Stehen wir denn jetzt im Weg? Wollen wir gleich sehen. Ja, raus vorbei. Hat er jetzt den Strohball? Ne, der rollt weg. Okay. Ja, ich bin gleich wieder unten. Ich guck gleich nach dir, was dir im Wege liegt.
Ich sehe das schon. Nicht ja mega Haufen. Der Regen. Buckel, Buckel. Der Strohball. Nee, der Grasball. Da kann ich erstmal die Straße runter. Ich glaube, den sollten wir mal wegnehmen, weil sonst steht er auch wieder da. Der Helfer wird blockiert. Dann packen wir den hier hin. Ja. Bleib hier. Bleibst du hier? Hallo, hier bleiben. Hört doch nicht weg. Oh, wir legen dich hier ab. Bleib jetzt. Da willst du mich noch verarschen? Bleibst du jetzt mal hier liegen? Bitte. Warum? Oh, so. Jetzt bleib mal bitte liegen. Ratschleide. Ach so. Wir waren ja ausgestiegen. Ja, die werden auch wegrollen. Aber wo sollen wir sie denn hin backen? Aber ich habe eine Idee. Wir ernten einfach andersrum. Wir machen das jetzt hier noch fertig. Und dann ernten wir einfach andersrum. Aber da liegen die Strohballen auch wieder im Weg. Ach. Mal gucken, wie weit das jetzt rollt hier. Und es ist gleich weg, Leute. Es liegt gleich auf einem anderen Feld. Achtung. Juhu, Achtung, es rollt. Juhu. Bleib doch stehen. Bleib stehen. Bleib stehen jetzt. Es rollt auf die Straße. Jetzt liegt es auf der Straße. Alter. Wir müssen die andere Seite ernten. Sonst wird das nichts. Bleib doch mal liegen. Ja, wir müssen die andere Seite ernten. So. Dann würde ich sagen, da stellen wir den hier erstmal hier hin, den Sammler. Holen wir schnell den Sammelwagen. Sammeln mal hier die dann stören könnten. Mal ein schnell. Da kann der von unten dann sammeln. Sonst rollen die uns immer weg. Also wenn wir jetzt weiter so rummähen, da rollen die immer wieder weg. Ja. Hahaha.
Ja, da können wir die gleich hier vorne anfangen. Ja, sonst, wie gesagt, sonst fallen die immer wieder auf die Straße und da. Ui, nicht erwischt. Na, sag mal. Bin jetzt verkackeier. Weil der steht auch da oben schon wieder auf ihn. Na, wo willst du denn noch hin? Bleib doch mal liegen. Bleib stehen jetzt. Da steht mitten drauf. Oh, Moment. Gehen wir. So, das sehen wir, ob wir den anderen rauskriegen. Hallo. Helfer entlassen, bitte. Schon. Komm schon. Anheben. Anheben. Jetzt. Jawohl. So, ihr Lieben, mit der spektakulären Einlache. Würde ich sagen, beenden wir erstmal das Video und wir machen den nächsten Video weiter, wie wir hier Silage machen. Und somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und tschüss.